Der Kaiser reist inkognito. Josef II. Und das Europa der Aufklärung. So habe ich mein neues Buch genannt, weil mich die Geschichte dieses reisenden Kaisers so wahnsinnig fasziniert hat. Er ist durch Europa gereist, durch das Europa der Aufklärung vor der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert. Wie schreibt man aber denn jetzt so ein Buch? Man sucht sich die Primärquellen. Und da gibt es im Haushof- und Staatsarchiv, das ist das Archiv des Habsburgerreichs gewesen, 11 Kartons, so groß, mit Tagebüchern, mit Depeschen, mit Schriften aller Art und also mit Primärmaterial. Und etwas ganz Besonderes sind die Nachtstationslisten. Das heißt, es sind alle Stationen, wo die Pferde gewechselt wurden, aufgezeichnet. Und anhand dieser Stationen habe ich dann Karten gemacht durch ganz Europa. Das heißt, ich habe genau die Route festgelegt, die er damals gereist ist. Ein anderes Problem ist, wie hat denn damals alles ausgesehen? Da habe ich eben einen unglaublichen Fund gemacht, Drucke über Donauansichten. Jetzt habe ich 200 Drucke über die Donau und ihre Landschaften. Und damit habe ich fast die ganze Welt des 18. Jahrhunderts in mein Schreibzimmer geholt. Ich konnte mir vorstellen, wie haben die Menschen ausgesehen, was haben sie angehabt, wie haben die Städte ausgesehen, durch die Josef II. Gereist ist. Zum Beispiel nach Belgrad, auch so war, im Banat. So habe ich mir das 18. Jahrhundert erschlossen und wie es damals ausgesehen hat, um es beschreiben zu können. Und noch etwas habe ich gefunden, was ich ganz unglaublich fand. Er hat Quarantänestationen besucht. Und zwar hatte man damals immer noch Angst vor der Pest. Und so gab es an der Grenze lauter Kontumazstationen. Und so wie 2020 und 2021 sich bei uns der Handel beschwert über diese Quarantänesituation, so haben sich dort damals auch die Händler beschwert beim Kaiser, dass sie keinen Handel treiben können, weil diese Quarantäne so mühsam ist und weil sie da 7 Tage lagern müssen. Und so schaut sie eben aus. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, dass es so viele aktuelle Bezüge gibt, so viele Parallelen zu heute.